Hallo und herzlich willkommen zu einem Einführungsvideo zum Thema Funktionen, zweiter Teil. Das heißt, hier geht es also um den zweiten Teil des Bausteins Funktion, in dem du einmal über das Koordinatensystem vieles erfährst. Weiterhin lernst du, was der Zusammenhang überhaupt zwischen einer Funktion und ihrem Graphen bedeutet. Und du lernst die Funktionsvorschrift bzw. die Funktionsgleichung eines Graphen kennen. Viel Vergnügen! Bisher hast du dich im Baustein mit verschiedenen Diagrammen beschäftigt. Zum Beispiel mit diesem hier. Da ging es um ein ICE und wir wollten wissen, in welcher Zeit legt er welche Strecke zurück. Du hattest hier zwei Achsen. Einmal hattest hier unten eine Achse, Zeit in Minuten, T angegeben. Und oben hattest du die Wegstrecke. So, das war also die senkrechte Achse. Dann hast du Punkte auf einem Graphen gehabt. Und hast diese Punkte dann schließlich in eine Wertetabelle übertragen. Hier musstest du einmal die Wegstrecke eintragen. Und wir sehen, bei dem ersten Punkt, den ich markiert habe, hat er ungefähr eine Strecke von 2,6 Kilometern zurückgelegt. Die haben wir hier eingetragen. Und dann haben wir die Zeit eingetragen. Das war dann nach einer Minute. Und so ging es dann weiter, bis du nachher schließlich alle Punkte in die Wertetabelle eingetragen hast. Ich habe das Diagramm hier noch einmal aufgezeichnet, aber in etwas vereinfachter Form, das heißt mit einfacheren Werten, so dass wir gleich sehr verständlich arbeiten können. Du hast also hier wieder dein ganz normales Diagramm. Unten in der waagerechten Achse steht T in Minuten und oben in der senkrechten Achse haben wir Strecke, also S in Kilometern. Du siehst wieder die Wertetabelle, T in Minuten und S in Kilometer darunter. Wir wollen einmal alle Punkte, die ich hier markiert habe, übertragen in die Tabelle. Und merke dir bitte eines, ab sofort wirst du jetzt immer die Werte der waagerechten Achse, in dem Fall also hier T in Minuten, als erstes aufschreiben. Warum, erkläre ich dir später. Also, wir fangen an mit den Werten in Minuten, den T in Minuten, und schreiben hier vom ersten Punkt eine 1 hin. Zweiten Punkt haben wir eine 2. Nach 2 Minuten wollen wir wissen, wie weit unser IC gekommen ist. Dann nach 3 Minuten und nach 4 Minuten. Jetzt lesen wir die dazugehörigen Werte auf der senkrechten Achse, also Strecke in Kilometern, ab. Nach einer Minute stellen wir fest, ist er 5 Kilometer gefahren. Das heißt, wir tragen hier 5 ein. Dann nach 2 Minuten 10 Kilometer und so weiter. 3, 15 und 4, 20 Kilometer. Wir wollen uns jetzt einmal die Werte anschauen und miteinander vergleichen. Also von T und von S und gucken, ob wir hier irgendetwas feststellen. Also, aus 1 wurde 5. Das heißt, im Grunde genommen hat man nichts anderes gemacht, als die 1 mit 5 mal genommen. Wir gucken mal, was bei der 2 passiert ist. Und wir sehen, auch hier wurde mal 5 gemacht. Genau das Gleiche bei der 3 und genau das Gleiche bei der 4. Das heißt, wir bekommen die Strecke in Kilometer, die der ICE zurücklegt, immer, wenn wir die Minutenanzahl mit 5 multiplizieren. Das bedeutet, dass ich sofort weiß, nach 10 Minuten würde unser ICE eine Strecke von 50 Kilometern gefahren sein. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr ablesen, sondern kann mit Hilfe einer Rechnung die richtigen dazugehörigen Werte zur Minutenanzahl herausbekommen. Also kein mühevolles Ablesen mehr, sondern einfaches Rechnen. Und das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Wir haben hier also unser T und wissen, dass wir das jetzt immer in diesem Fall mit 5 multiplizieren müssen, also 5 mal t, um auf unser Ergebnis zu kommen.
So können wir für t jetzt jeden Wert einsetzen, jede Anzahl an Minuten und wissen sofort das Ergebnis. Setzen wir 20 Minuten ein, bekommen wir 5 mal 20 sind 100. Das, was du hier siehst, 5 mal t, nennt man eine Funktionsgleichung oder eine Funktionsvorschrift. Wichtig ist, dass wir vorher noch f schreiben, f für Funktion. Und da das Ganze um die Zeit um t geht, schreiben wir f von t ist gleich 5 mal t. Das ist also unsere Funktionsvorschrift, unsere Funktionsgleichung für dieses Diagramm. F von t ist gleich 5 mal t. Was nichts anderes heißt als, wenn wir für t eine beliebige Zahl einsetzen, müssen wir diese Zahl mit 5 multiplizieren. Das ist unsere Rechnungsvorschrift, unsere Funktionsvorschrift bzw. unsere Funktionsgleichung. Wir wollen uns noch einmal ein anderes Beispiel anschauen. Ich habe hier wieder eine Linie, einen linearen Graphen auch genannt, eine lineare Funktion. Habe wieder hier unten auf der waagerechten Achse die Werte eingetragen und auf der senkrechten Achse die Werte eingetragen. Wir wollen die wieder einmal in eine Wertetabelle übertragen und ich habe dir ja gesagt, wir fangen jetzt immer mit den Werten der waagerechten Achse an. Und das wollen wir einmal tun. Wir wollen einmal die Werte übertragen und sehen, wenn wir hier bei der 1 anfangen, haben wir eine 1 auf der waagerechten Achse und auf der senkrechten Achse eine 0,5. Bei der 2 haben wir 1 auf der senkrechten Achse, bei 3 auf der waagerechten haben wir 1,5. Oh, sorry. 1,5, bei der 4 haben wir 2 und so weiter und so fort. Wir wollen einmal schauen, wieder was mit den Werten passiert ist. Wenn wir uns angucken, was mit 1 und 0,5 passiert ist, sehen wir, aha, hier wurde das Ganze mit 0,5 multipliziert. 1 mal 0,5 ist 0,5 mal 0,5. Was ist hier passiert? Auch hier wurde mit 0,5 multipliziert. 2 mal 0,5 ist 1, also auch mal 0,5. Genau das gleiche hier. 3 mal 0,5 ist 1,5 und 4 mal 0,5 ist 2. Also, wir haben wieder das gleiche, die gleiche Rechenoperation durchgeführt. Du siehst aber schon, dass dir noch ein bisschen was fehlt, denn uns fehlt einmal die Bezeichnung der waagerechten Achse und der senkrechten Achse. Und ab sofort im zweiten Teil des Bausteins nennen wir die waagerechte Achse die sogenannte X-Achse und die senkrechte Achse nennen wir Y-Achse. Dementsprechend schreiben wir auch bei der Wertetabelle einmal X und einmal Y hin. Unsere Funktionsgleichung lautet dann auch dementsprechend f von x, denn wir haben ja hier als waagerechte Achse die x-Achse, f von x ist gleich 0,5 mal x. Das ist also unsere Funktionsvorschrift für diesen Graphen. Denn wir müssen jede Zahl, die wir für x einsetzen, zum Beispiel eine 6 hier, mit 0,5 mal nehmen, um das Ergebnis zu bekommen. Und wir sehen tatsächlich, hier bei der 3 würde unser Punkt liegen. Also, das Ganze hier ist unsere Funktionsvorschrift bzw. unsere Funktionsgleichung für diesen Graphen. Das ganze Konstrukt, was du hier siehst, nennt man übrigens eine Funktion. Also ein Koordinatensystem mit dem dazugehörigen Graphen und der dazugehörigen Funktionsvorschrift bzw. der Funktionsgleichung. Im weiteren Verlauf des Bausteins wirst du dich noch häufiger mit Funktionsvorschriften, Funktionsgleichungen und
mit einem sogenannten Koordinatensystem beschäftigen. Denn das Ganze, was du hier siehst, X- und Y-Achse mit einem Graphen, nennt man ein Koordinatensystem. Du wirst noch viele Koordinatensysteme kennenlernen, bei denen auch die Werte in den negativen Bereich hineingehen können, kennenlernen und ganz andere Funktionsvorschriften wirst du anwenden und selbst berechnen. Viel Vergnügen beim Bearbeiten des neuen Bausteinteils.